Moinsen, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren wunderbaren Folge von City Skylines. In den letzten Folgen haben wir ja so ein bisschen was hier verbessert, dank einiger Mods, die wir haben, oder die ich jetzt installiert habe und hinzugefügt. Gut, mir staute sich gerade noch. Was ich gerade gesehen habe, ist, dass mein Internet irgendwie seit heute Mittag nicht vorhanden ist. Ich bekomme keine Verbindung in die Außenwelt hin. Und beim Starten hat Steam schon rumgemeckert und meinte so, nee, geht nicht. Ja, klar. Ja, und irgendwie wollte er jetzt anscheinend auch die ganzen Modifikationen nicht mitladen. Und ich hatte jetzt noch ein paar hinzugefügt. Können wir jetzt nicht testen, nicht ausprobieren, nichts machen. Deswegen denke ich einfach mal, dieses wunderbare Gebiet, was ich hier oben angefangen habe, machen wir in der Folge weiter. Und ich hoffe, dass dann vielleicht in einer der nächsten Folgen mal ein bisschen mehr das Internet wieder funktioniert oder überhaupt mal funktioniert. Das wäre tatsächlich schon ein Traum. Und ja, fangen wir einfach mal an. Ich denke mal, Strom wäre schon was ganz Sinnvolles. Grundsätzlich haben wir davon noch genug. Das ist schon mal äußerst positiv. Wasser wäre auch noch so eine Geschichte. Nee. Das passt. Ja gut, hier unten, ja, das ist jetzt nicht wichtig. Wir würden uns ja hier oben um das neue Gebiet kümmern. Und bin mir da auch noch nicht ganz so sicher. Ich denke mal, tatsächlich momentan noch hier das in der Mitte freilassen. Vielleicht für so ein paar Monumente oder sowas. Und da sind wir schon dabei, die ersten freizuschalten. Ich pinsel jetzt einfach mal das hier alles so nach und nach ein. Würde sagen, machen hier ein dicht besiedeltes Wohngebiet. Und kann mir aber auch gut vorstellen, einfach mal so eine kleine Stadt hier irgendwo reinzusetzen. Wirklich nur so ein kleines Dorf oder sowas. Sieht man ja auch ganz gerne. Interessant ist nur, ob man sagt, ja okay, wenn hier sowieso die Autobahnverbindungen sind, man das dann nur über eine Autobahn irgendwie anschließen lässt oder ob man sagt, okay, man macht hier noch eine kleine Brücke hin. Was ist das hier? Irgendwie eine alte Fabrik, die sich nicht auswählen lässt. Abreißen lassen können wir die. Oh Gott, muss man jetzt hier wirklich jeden Baumstamm einzeln? Ist ja auch Quatsch. Ja, wegreißen. So einen Müll brauchen wir hier nicht. Nicht wirklich. Achso, genau, was ich vorhin noch gesehen hatte. Und was auch in den Kommentaren schon stand. Und zwar die Toten. Davon haben wir so einige. Gesundheitswesen ist jetzt tatsächlich gut dabei. Bestattungswesen. Friedhofsauslastung 70%. Das weiß ich nicht. Normalerweise sollten ja eigentlich die Krematorien das hier alles auffangen. An Toten. Gucken wir mal, was passiert, wenn ich die entleere, ob die jetzt dann irgendwie alle verbrannt werden. Ja, auf jeden Fall staut es sich jetzt hier gerade. Genau, der bringt das alles ins Krematorium. Kann man das folgen? Ja, tatsächlich. Und wo wäre das nächste? Fahren wir einfach mal so als blinder Passagier mit. Okay. Mal noch ein, zwei Fotos gemacht für das Thumbnail. Vielleicht benutze ich das, weiß ich noch nicht. Wäre natürlich professioneller, das später zu machen. Aber, ja gut, das klappt auch nicht unbedingt so ganz, weil dann ist der Leichenwagen weg und schon alles erledigt. Also so schlecht finde ich die Stadt momentan gar nicht. Hier vorne wirklich so ein bisschen leicht besiedelt, dahinter dicht besiedelte Wohngebiete. Hier nochmal ein bisschen was Kleineres. Hat jetzt hier irgendwo nur gesehen, Wasser war... Ne, hab ich mich verguckt anscheinend. So, apropos Wohngebiete. Setzen wir hier hinten mal noch ein paar hin. Wäre natürlich schön, wenn die jetzt die Mods auch funktioniert hätten, dann hätte man gleich alles irgendwo, naja, richtig einstellen können. Und hier die ganzen Straßen und sowas auch. Gut, wenn es nicht funktioniert.
ist halt ein bisschen ärgerlich. Ich weiß nicht, wie geht's euch? Auch öfter so solche Probleme, dass das einfach nicht funktionieren will. Also ich habe das tatsächlich in letzter Zeit des Öfteren. Gut, neulich war es tatsächlich, da lag es an meinem Kabel. Das irgendwie meinte mal kaputt gehen zu müssen. Aber naja gut, nach, weiß gar nicht, wie lange benutze ich das jetzt schon, das gleiche Kabel? 6 Jahre in der Wohnung hier. Ja, na gut, da kann dann irgendwie mal so ein bisschen Verschleiß etc. auftreten. Ja, machen wir so. Zumal es ja schon ja, etwas älter war. War schon in Benutzung mal gewesen. Aber dennoch sowas finde ich immer etwas ärgerlich. So, hier gleich mal schauen. Nehmen wir mal ein großes Krankenhaus. Das ist ja auch ein dicht besiedeltes Wohngebiet. Ich denke mal, das passt besser. Gleich noch ein Krematorium hier hin. Ja, hier so in die Ecke. Ja, Strom hat es noch nicht. Das kommt gleich. Feuerwehr noch so, überhaupt nicht vorhanden. Polizei wird das gleiche sein. Was haben wir noch? Bildung. Ja, noch sind sie strunzdoof. Muss man so tatsächlich ehrlich sein und sagen. Also ich finde die Oberschule schon mächtig groß. Dafür, dass gar nicht so viel reinpasst gefühlt, beziehungsweise das Einzugsgebiet gar nicht so groß ist. Transportwesen. Also momentan ist es ja noch tatsächlich so, dass wir... Wo haben wir es? Hier. Nur hier unten haben. Das Industriegebiet ist noch nicht angeklemmt. Könnte man aber gleich mal machen. Gefälle zu steil. Ach. Echt jetzt? Genau. Dann einmal hier hochgehen lassen. Ich weiß nicht, ob hier oben noch ein Gebiet... Naja, gut, das kann man danach ja immer noch mit einfliegen. Dann geht es einmal hier rum. Hier könnte es eng werden. Ja, hier könnte man das Industriegebiet noch ein bisschen erweitern. Ich würde jetzt mal sagen, einmal hier mit rüber... Heute ist bereits belegt. Ja, lieber wäre es mir natürlich irgendwie, wäre der jetzt auf der anderen Seite gewesen. Genau, kommen wir einmal hier rum, hier lang. Vielleicht hier innen. Und wieder schön hier hochziehen. Passt das noch? Ach doch, ich denke. Und so rum. So. Nee, halt. Schienen müssen wir ja verlieren. U-Bahn-Gleise. Danke. Für nichts. So. Oh, das bereits. Ah, ja. Das ist verbunden, ja, oder? Nicht das hier? Doch. Ja, sah ein bisschen komisch gerade aus. Ja, hier oben würde ich sagen, wenn es denn soweit ist. Hier einmal rüber. Ein bisschen blöd geschlängelt, aber dann hätte man schon mal den Weg gleich für später. Und auch hier gleich noch lang ziehen. Da unten war das nächste. Knapp daneben, genau. Der wird nämlich Ningen. Ah, hier schon besetzt ist durch die Straßen. Hier unten hatten wir einen. Zack. Ist der jetzt fertig? Sollte, oder? Sieht gut aus.
Einmal hier. Dann gleich mal alle nach und nach anschließen. Ich weiß jetzt nicht. Ich glaube, der erste brachte gar nicht mal so viel Geld. Und einmal andersrum. Vielleicht bringt der jetzt etwas mehr. Zu wünschen wäre es auf jeden Fall. Jetzt haben wir hier auch einen Umstiegspunkt. Hier, naja, so ein bisschen versetzt, aber ich meine mal gut. Das können die ja wohl noch bitte laufen. Haben wir jetzt? Nee. Einer fehlt noch. Okay, jetzt haben wir alle. Gut, Strom fehlt noch ein bisschen. Aber ich meine mal, da können wir ja das ganz einfach machen. Hier noch ein paar Straßen hin. Nein, was machst du denn immer da unten? Das ist doch Quatsch. Wenn wir sowieso... Genau, wir gehen mal hier in die Mitte rein. Und ich werde jetzt mal sagen, hier noch etwas Industriegebiet. Ist natürlich super, das alles hier hinten zu haben. Wird wahrscheinlich den Verkehr auch überhaupt nicht verbessern. Na gut, lassen wir jetzt erstmal so. Also sollte ich nochmal eine andere Stadt anfangen, muss ich mir definitiv von vornherein deutlich mehr Gedanken machen. Damit das auch alles wirklich schön passt. Oben da alles schön anmalen. So, ja, hier, da. Alles schön, alles schick, alles toll. Ein Traum. Ja, und das Quatsch, neues Wohngebiet wächst und gedeiht. So, dann würde ich jetzt mal tatsächlich schauen, haben wir, was haben wir hier, Parks und Plätze? Nee. Also bauen müssten wir sowieso welche, aber hier waren noch Monumente. Nee, Monumente erst bei 90.000. Ach. Das ist jetzt doof. Was hätte ich hier? Quelle von Leben und Tod. Würde theoretisch auf jeden Fall reinpassen. Eine gerade. So passt es jetzt immer noch. Hier waren wir. Ja. Ja. Kunst halt. Liegt einfach mal wirklich im Auge des Betrachters. Merke, was anderes kann ich jetzt dazu nicht sagen. Ich weiß nicht, was das werden soll. Vielleicht so ein Stück DNA-Strang. Ja, gut, lassen wir den Park hier so, wie er ist. Und setzen halt einfach außen ringsrum noch so ein paar. Einen kleinen Spielplatz, gerade hier am Wohngebiet. Sicherlich ganz sinnvoll, neben dem Krankenhaus. Ja, das passt auch. Was gibt es denn eigentlich noch Schönes? Ein Tropengarten. Oh Gott, nein. Was haben wir hier? Ein Karussell. Der bringt tatsächlich viel. Also der hat eine echt hohe Reichweite. Da sind sie alle glücklich. Hier haben sie ein Problem mit Feuer. Weiß ich jetzt auch nicht. Brennt es schon oder? Okay, Feuerwehr war da. Würde schon sagen, wir haben noch. Hier ist die Wache. Löschfahrzeuge in Verwendung. 25 Stück insgesamt. Naja. Da kann schon an zwei, drei Stellen brennen. Und dennoch passt es. Und hier noch so ein bisschen, na, noch ein bisschen in die Kurven gehen. Und hier das Gleiche. Nee, hier war doof. Hier war schon etwas besser. Was für ein Gefummel.
Na doch. Etwas rund, etwas greisig hier alles. Würde ich aber gleich sagen, genau. Dann kommen die nämlich hier direkt zur Haltestation. Nö, hier brauchen wir nicht auch noch extra. Können denn da tatsächlich durchlaufen? Sofern die Bewohner spazieren wollen. Na doch, da, ein paar Bahnen. Hier sind sie. Oh. Das kommt davon. Habe ich jetzt nochmal geklickt? Ja, natürlich. Ja. Schau, nee, Wege richtige hatten wir so noch nicht. Einfach nur Fuß. Die Straße, nee. Fußgängerwege nicht vorhanden. Das kam, möchte ich meinen, wahrscheinlich auch erst mit irgendeinem. Danke, nein. Mit irgendeinem Add-on oder DLC. Aber das erst später. Jetzt würde ich schon noch ein bisschen die Karte hier voll machen. Ich mache mal ein bisschen Platz, haben wir noch hier oben. Das wächst schon langsam ganz gut zusammen. Ja. Warum setzt ihr euch auch hier hin? Warum nicht hier, wo Strom ist? Nein, da müsst ihr unbedingt da bauen, wo kein Strom ist. Und dann aber rumdingen, dass ja auch keins da ist. Das ist also doof. Also mal ganz ehrlich, ihr seid doof. Das ist nur die Frage, sollte man da auf welches hinsetzen oder sollte man sagen, nee, irgendwann verbinden die sich schon. So würde ja auch funktionieren. Nur weil ihr seid, kommt jetzt auch eine wunderbare Anbindung. So, wieder Bewohner gefragt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt mal. Doch, ich denke mal wirklich, das hier einmal alles komplett zubauen. Vielleicht könnte man auch hier so eine Art kleine Siedlung reinmachen. Aber das könnte ich ja schon mal anfangen. Kiesstraße? Wirklich nur so ein kleiner Weg, der hier hinführt? So wirklich so ein bisschen so ein Dorf irgendwo um nirgendwo. So, hier die Hauptstraße. Wir gehen hier halt noch ein paar Straßen ab. Und da würde ich jetzt wirklich sagen, nicht irgendwie zu genau, sondern wirklich so ein kleines, schönes Dorf, was irgendwie so ein bisschen gewachsen ist. Ja gut, wenn ich jetzt noch mehr Straßen setze, dann hatte sich das mit dem von wegen kleinen Dorf. Ja. Strom brauchen wir dann. Wasser hatten wir vorhin gesehen. Genau, das passt. Machen wir das autark? Ah, ist ganz schön laut. Achso, wir haben das Radio an. Stimmt, da war ja was. Ja, das passt. Aber hier passt es noch nicht ganz. Machen wir das so? Schauen wir mal, was er macht. You can either be part of the problem or you can be with us, the Forest Foundation. Ach Gott. Gut, das können wir noch mitnehmen. This is Mars official radio with Pena Maskelin. I aim to please your musical needs. Zack. Haben wir jetzt Strom? Da kommt hier noch ein bisschen, das müssten jetzt genug haben. Dann würde ich hier sagen, also vorne an der Hauptstraße so ein bisschen was zum Einkaufen. 4, genau. Hm.
So, und das malen wir jetzt noch aus. Haben wir eigentlich dann sowas wie so ein Sheriff-Büro? Ah, jetzt mach ich da hinten alles. Oh oh. Ja, machen wir ein bisschen langsamer. Wir bauen jetzt noch ein bisschen was dazwischen hin. Wirklich so ein kleines? Eine Arztpraxis, genau. Eine Arztpraxis braucht das Dorf. Kleine Feuerwache, Polizei. Ja, es ist irgendwie alles schon ein bisschen zu überdimensioniert für die kleine Stadt hier. Und auf jeden Fall eine Grundschule. Oh, das ist wichtig. Ja, kommt jetzt hier hin. So, und jetzt müssten aber eigentlich alle Strom haben, oder so? Ja, nö, meckert keiner mehr. Strom ist vorhanden. Nun gut, eigentlich gar nicht für heute angesetzt gewesen, aber wir haben einfach mal so ein kleines Dorf angefangen. Hier hinten das Gebiet ein bisschen erweitert und auch das U-Bahn-Netz etwas vergrößert. Und dann schaue ich mal, dass demnächst wieder mal bei mir das Internet funktioniert. Ich weiß noch gar nicht, wie das mit dem Upload ich jetzt hier hinbekommen soll. Ich hoffe, das klappt irgendwie noch. Muss ich mal schauen. Und ja, schauen wir mal in der nächsten Folge, wie wir das Dorf noch etwas dekorieren können hier. Hier oben das auch fertig bekommen vielleicht. Und dann haben wir schon gut, denke ich, genug zu tun. Vielen Dank fürs Einschalten, fürs Dabeisein. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Tag. Bis dahin. Tschüss.